So, okay. Meine Damen und Herren, willkommen. Das nächste Interview ist am Start. Ich habe den lieben Dennis Abram am Start. Und wir lernen dich gleich näher kennen. Du hast 40 Fragen bekommen. Okay. Das heißt, ich darf dich 40 Mal auf den Booty slappen. Okay. Prepare. Ja, schneller! So, hast du mitgezählt? Ja, im Kopf. So, das war dann ein bisschen vorgespult. Aber es ist ein guter Start, das ist ein Eisbrecher tatsächlich. So, okay, wir fangen an mit, ihr habt sehr, sehr viele Twitter-Fragen gestellt. Wir gehen die so ein kleines bisschen durch. Du darfst auch sagen, halt im Maul. Und dann nehmen wir gleich los. Erstmal ganz grob, wer bist du, was machst du? Ich bin Dennis Bram. Die mich vielleicht kennen will, ich bin einer von den 5 Jungs von Pietsmeet. Wir waren mal 6 vor über 6 Jahren mittlerweile. Da war Hardy noch bei uns, jetzt nicht mehr. Ja, wir machen Videospiele so wie du, nur halt alles und nicht so gut, wir sind schlecht, aber lustig meistens. Ja, lustig seid ihr, ihr macht wirklich sehr, sehr viel. Also bei euch ist ja quasi an der Tagesordnung, wenn ein neues Spiel rauskommt, müssen wir es zocken. Ja, nicht mehr ganz so extrem, das war mal. Mittlerweile gehen wir auch ein bisschen danach so, boah, nee, weißt du, wenn dann irgendwie, keine Ahnung, als wir angefangen haben vor 10 Jahren, kam halt viel weniger Spiele raus, einfach. Ja. Und heute kommen halt ganz oft auch so Spiele raus, wo die irgendeiner natürlich erzählt, oh, das ist mega geil, weil jedes Spiel hat irgendwo einen Fan. Und dann guckst du rein und denkst dir, und dann guckst du dir auch nicht alles an. Okay. Wie ist das quasi dann arbeitsmäßig? Ihr recordet ja viel, es wird ja quasi viel geschnitten. Wie sieht dann so eine Arbeitswoche aus? Also wir versuchen die in der Regel von Montags bis Freitags zu gestalten mit den Aufnahmen. Ja, das heißt, Montags nehmen wir normalerweise immer so ab 10 Uhr ist Aufnahmezeit bis 15 Uhr reine Aufnahmezeit. Anschließend machen wir dann halt immer so Sachen, die noch anstehen, Meetings oder Mails, du kennst es ja so ein bisschen. Und abends streamen wir in der Regel dann auch noch, so ab 18, 19 Uhr, versuchen wir zumindest. Ja. Und viele Events, die wir dann noch haben, laufen dann tatsächlich noch am Wochenende. Und dann ja, hast du irgendwo zwischen der 5- und 7-Tage-Woche, kommt dann drauf an, auf die Woche. Tendenziell Richtung Weihnachten mehr voller und Richtung Frühjahr, Januar, Februar, März weniger. Das heißt, die Wochenenden sind fast immer belastet? Nee, aber ich würde sagen die Hälfte. Das ist viel. Das wäre mir zum Beispiel schon unangenehm. So. Habe ich ja quasi auch bewusst reduziert. Okay, das ist der Bram. Erste Frage kommt von Stark Storm. Wie groß ist der Aktie-ETF-Sparplan jeden Monat? Gar nicht mehr. Ich bin mittlerweile auf einem Level, wo ich nicht mehr einzahle. Gar keine Ahnung. Willst du kurz sagen, was damit gemeint ist? Also ich habe mal ein Format dazu gemacht, kam leider view-technisch nicht so an, deswegen ist es abgebaut oder reduziert worden, wo ich halt über Aktien geredet habe, weil ich mich sehr viel mit diesem Thema beschäftige und ich das halt auch sehr gerne mache und ich da so eine, es ist für mich Gaming. Mit Aktien handeln ist wie ein Spiel, ja. Wirklich so wie Anno oder so. Du musst halt so eine Infrastruktur aufbauen, damit du am Ende dann richtig böllern kannst. Und das macht mir halt Spaß und deswegen habe ich damit angefangen und wie es ausschaut, bin ich darin ziemlich gut, weil ich vorher nicht wusste, bevor ich angefangen habe, mittlerweile ist es auch schon 6 Jahre her oder so und dann habe ich angefangen, mein Wissen einfach, oder nicht mein Wissen, sondern so, wie ich es mache zu teilen. Ich möchte nicht sagen, ich weiß es, sondern ich möchte lieber sagen, so mache ich es, lass dich davon inspirieren oder auch nicht oder sag halt, du findest es scheiße, das ist okay, ich mache es halt so, ich sage dir nicht, du sollst es auch so tun. Ja. Weißt du, weil ich finde halt immer scheiße, wenn einer kommt, so komm in meine Gruppe oder so, das will ich halt nicht, sondern ich wollte sagen, okay, pass auf, ich habe das so und so und so gemacht. Nimm dir das raus davon, wo du es gut findest und alles andere mach so, wie du es magst. Cool. Das ist ja nicht schlecht. Ne? Man kann es ja so einfach vorleben und vorgeben. Apropos vorleben. Robin Werner fragt, gab oder gibt es in deinem Leben Idole? Ja, natürlich. Sogar ziemlich viele. Allen voran mein Vater tatsächlich, weil ich habe ein ziemlich gutes Verhältnis zu meiner Familie, muss ich sagen. Das gilt ja auch nicht für jeden. Und deswegen, mein Vater ist ein großes Idol, aber auch meine Mutter. Beide sind unfassbar starke Menschen mit der ganzen Scheiße, die sie schon fressen mussten. Dann trotzdem das aufgebaut zu haben, was sie halt haben, fand ich immer sehr beeindruckend. Ich habe weniger Idole, die man so kennt, im Sinne von, oh, Einstein oder so, weißt du, das ist mir, keine Ahnung, der war bestimmt cool, der Dude, ja, und ich würde mich auch gerne mal mit dem treffen, wenn er noch da wäre, aber keine Ahnung, vielleicht war der auch ein Wichser. Ja, weiß ich ja nicht. Richtig. An welchen Orten würdest du gerne Urlaub machen? Ich möchte nochmal nach Japan. Da war ich bis jetzt einmal. Ich habe nur Tokio gesehen. Ich möchte den Rest der Insel noch sehen. Ich möchte nach Südkorea noch auf jeden Fall, weil ich noch nie in Seoul war und auch den Rest des Landes nicht hatte. Und die Inselgruppe um die Philippinen herum, alles was da so ist. Ja, von Singapur, dann auch Hongkong wäre cool, wobei ich mir da nicht sicher bin, ob das vielleicht noch politisch machbar ist. Das ist vielleicht was anderes, ja. Aber so trotzdem sehr cool. Also das heißt der asiatische Kontinent und irgendwie in Richtung Süden oder Amerika? In Amerika war ich halt schon hunderte Male. Ah, okay. Ja, dementsprechend, also ist cool da, aber ist halt dann nicht mehr so dieses geile Südafrika, nicht Südafrika, Südamerika und Afrika selbst interessieren mich nicht so sehr tatsächlich, vor allen Dingen nicht so kulturell. Ja. Weil, also
das ist jetzt aber so ein Ding, ich war noch nicht da, deswegen weiß ich nicht, aber ich war einmal in Japan und habe den Kulturschock der Hölle bekommen und dachte mir so, nice, ich will da nochmal hin, ich will es mehr erleben. Da ich nie in Afrika war, kriege ich vielleicht denselben Kulturschock, aber ja, daher weiß ich es nicht. Deswegen ist aber so der Hype Richtung Asien irgendwie. Okay, das kann ich verstehen. Ab wie viel Euro, fragt Felix, würdest du deinen Topf Grünkohl verspeisen? Einen Topf Grünkohl verspeisen? 1 Milliarde. Oh, wow. Sehr allergisch, nee. Nee, ich hasse Grünkohl. So. Also wirklich, das ist der Hass. Wirklich so auf, ich esse Grünkohl und dann ist eins der wenigen Lebensmittel, bei denen ich sagen würde, wenn ich die essen muss, dann fange ich an zu kotzen. Oh, krass. Ich kann es nicht. Also wirklich, tut mir leid, ich kann es nicht essen. Okay, das kann ich natürlich verstehen. Der Tobi fragt, wer ist der beste Spieler in Mini-Motorways? Das bin ich. Ist einfach so. Also ganz ehrlich, ja, wenn wir was machen, dann gewinne ich am Ende meistens. Also. Okay. Hat Bram, fragt Frank, sich schon alle Stadtteile von Berlin angeschaut und einen Favoriten? Nein, habe ich nicht, tatsächlich. Berlin ist anders aufgebaut, als ich das aus Köln zum Beispiel kenne, als ich da gewohnt habe lange. Dadurch, dass ich, also was mir aufgefallen ist, Berliner selber scheinen irgendwie so, wenn man nicht in deren Kiez wohnt, dann wohnst du quasi nicht in deren Stadt, gefühlt. Ja. Und ich denke mir so, da ich aus Köln komme, da ich eh immer 20, 30 Minuten über, egal wohin fahren musste, wenn ich jemanden treffen wollte, war das halt so normal. Aber jetzt ist halt hier so, ja, hast du mal Bock nach Spandau, von Spandau irgendwie nach Mitte zu kommen? Nee, das ist viel zu weit. Und dann denke ich so, okay, also dementsprechend andersrum passiert das dann auch nicht so oft tatsächlich. Und das ist ein bisschen Problem, das versuche ich gerade zu brechen. Und möchte demnächst aber auch mal so die äußeren Stadtteile. Ich war letztens in Mögelheim. Sag mir nichts. Das ist ganz rechts unten, also so rechtsöstlich, ja. Und ich glaube auch tatsächlich, dass das nur zu Berlin gehört, damit das alte DDR-Ostberlin einen See hat. Oh, wow. Ich glaube so wirklich so, richtig so, weißt du, so, Ostberlin braucht einen See. Der nächste ist der Mögelsee, also kommt der, gehört der einfach zu Berlin. Es gibt ansonsten keine Legitimation, dass das zu Berlin gehört. Weil ansonsten könntest du sagen, ganz Potsdam gehört mit zu Berlin. Ja. Du fährst eine Stunde. Von hier aus fährst du 1,5 Stunden oder so bis nach Mögelheim. Das Schlimme ist, von Spandau fährt man überall eine Stunde hin. Also es ist halt Horror. Ich glaube, es gibt sogar, irgendwann musste ich mal Sola, das war noch ein bisschen länger her, nach der LCS nach Hause fahren oder hatte so gefragt. Und da habe ich halt geguckt, zu ihm nach Hause hätte länger gedauert, das war auch quasi einmal quer durch Berlin, als zu mir nach Leipzig. Horror. Es ist purer Horror, lass das. So, es ist halt wirklich schlimm. Aber die U-Bahn und sowas, die geben sich wirklich Mühe. Okay, Guido fragt, Interesse an anderen MOBAs als an LOL? Interesse ja, mich hat es aber noch keins gekriegt. Also ich habe Dota probiert, ne, Pokémon Unite, fand ich, ist ein richtiger Scam, meiner Meinung nach, es tut mir leid. Ich mag eigentlich Nintendo-Spiele sehr gerne, aber die Pay-to-Win-Mechanik ist mir zu krass. Sagen wir es mal andersrum. Ich weiß zum Beispiel, du hast auch ein Video dazu gemacht. Ob es wirklich Pay-to-Win ist, weiß ich nicht. Ich möchte mir gar nicht zu dieser Bewertung hinreißen lassen, aber trotzdem der Schnelligkeitsfaktor, den ich mir kaufe mit Geld, in Relation zu 600 Tagen, um ein Pokémon aufzuleveln, ist einfach unbalanced as fuck. Und deswegen hat tatsächlich am Ende nur LOL mich behalten. Aber selbst da bin ich mittlerweile echt, ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Es ist auch einfach viel. Also selbst mir fällt es schwer, da ordentlich hinterher zu bleiben. Dann haben wir Pablo de Chacchino fragt, welches Game macht dir persönlich am meisten Spaß? Aktuell ist es Mini Motorways definitiv. Hearthstone, habe ich den Battlegrounds-Modus jetzt vor kurzem erst entdeckt und habe 3 Freunde und kennst du das, wenn du so einfach so ein paar Freunde hast, dann spielst du mit denen halt ein Spiel. Also wenn die was anderes spielen würden, würde ich auch was anderes spielen. Aber dadurch, dass man in dieser Gruppe spielt, ist das gerade ziemlich cool bei uns. Und ich will gar keine Werbung machen, deswegen ein zukünftig erscheinendes Spiel, auf das ich mich sehr freue. Okay. Ja, du sagst trotzdem. Ist New World. Ich habe die Beta, also no joke, wir haben eine Kampagnenanfrage bekommen für die Beta damals und ich habe die abgelehnt, weil ich gesagt habe, nee, so einen Scheiß will ich nicht machen. Und dann hat mir irgendeiner gesagt, ey Dennis, guck doch mal New World rein in die Beta. Ich so, ja komm, lade ich mir die runter. Ich habe angefangen zu spielen und ich habe einfach 4 Tage straight durchgespielt, gefühlt. Also jede freie Sekunde war ich in New World. Ja. Und dann dachte ich mir so, Alter, krass, einfach nur, okay, da freue ich mich jetzt tatsächlich auf den Release. Ja. Das ist cool, das war bei mir aber ähnlich bei einigen Sachen so. Also man muss halt wenigstens einmal probieren, wenigstens eine halbe Stunde wenigstens oder sowas, um dann so ein bisschen einen Blick reinzubekommen. Holo fragt, warum bist du so verdammt sexy? Gene. Alles angearbeitete Gene. So, genau, hier ist nochmal eine Aktienfrage. Wann ist Maxim Gast bei Pete's Meet Kocht? Hast du Bock, bei Pete's Meet Kocht dabei zu sein? Du müsstest selber kochen. Ich müsste selber kochen. Tatsächlich habe ich schon sehr viele Anfragen dieser Art gehört. Machen wir. Willst du? Ja, das kriegen wir irgendwie hin. Also die Frage ist halt, was? Legt ihr das fest oder soll ich das festlegen? Also du legst das fest, ja. Es läuft dann so im Titel dein Lieblingsgericht. Du sagst auch, bis wann du das machen kannst. Es gibt keinen Zeitdruck, jetzt nicht so bis nächste Woche oder so, sondern du sagst so, keine Ahnung, bis
Mitte November oder Dezember oder wann auch immer, dann schickst du deine Sachen. Nachdem du uns die geschickt hast, fangen wir erst an zu kochen. So haben wir das mittlerweile gemacht bei uns mit den anderen YouTubern, weil es gibt Leute, die brauchen was länger, um Sachen zu schicken. Ja. Ja, und dann schickst du uns die Sachen irgendwann und dann ist halt deine Kochperspektive einfach, die wird mit unseren gegengeschnitten und nach deinem Rezept halt. Das ist krass. Ja, das kriegen wir, denke ich, organisiert. Das sollte funktionieren. Bram, wird jemals mal etwas kommen, wo Hardy mitspielt oder ähnliches? Ich gehe nicht davon aus, wenn ich ehrlich bin. Also wie gesagt, wir haben uns vor 6 Jahren halt getrennt und das ist halt auch der Status quo noch so. Und auch ich und Hardy, wir treffen uns ab und zu halt mal so und quatschen halt noch so. Aber auf der Berufsebene haben wir das halt strikt getrennt. Es gab damals diese Trennung, das müssen die Leute halt akzeptieren, dass das so gab. Und das ist halt so. Und was soll man da machen? Also es war halt die Entscheidung von den beiden Seiten. Ich bitte das einfach zu akzeptieren und dieses Ganze immer wieder aufrollen. Ich bin auch fest davon überzeugt, wenn man heute nochmal was machen würde, hätte das gar nicht dieses Nostalgiegefühl von früher, sondern ich glaube, das wünschen sich einfach viele. Aber das, ich meine, man hat sich 6 Jahre weiterentwickelt. Ja. Ich meine, überleg mal, du vor 6 Jahren, weißt du? Oder du komplett vor 6 Jahren. Ja. Das ist ein wichtiger Punkt, das stimmt. So einfach geht das in vielen Sachen gar nicht. Der Moritz fragt, was ist dein größter Erfolg im Leben und was war deine größte Niederlage? Ich glaube, der größte Erfolg, dem würde ich 2 teilen, und zwar beruflich und privat. Privat würde ich tatsächlich nicht gerne drüber reden, weil das ist halt immer ein Privatding. Beruflich ist es halt Pete's Meat, definitiv, dass wir das Ganze aufgebaut haben mit auch den mit der Messe und mit Second Wave und so weiter, alles, was dahinter steht, das definitiv. Und die größte Niederlage, Entschuldigung. Ich glaube tatsächlich, also muss man auch ganz offen sagen, so eine der größten Niederlagen ist, dass wir das Anfangsteam nicht so halten konnten, dass es halt einfach zu viele Differenzen gab. Das ist halt eine Sache, die halt definitiv war natürlich definitiv ein Schlag in dem Bereich. Ansonsten, ja, wir haben uns halt schon mal mit dem PP vertan, weißt du, wo man dann immer Bewerbung gemacht hat, was man nicht hätte tun sollen, oder haben wir mal irgendwas Dummes gesagt und so. Das passiert halt bei so viel, wie wir reden. Aber, ja. Sonst alles cool. Ist nicht schlecht. Jetzt eine kniffligere oder auch eine knifflige Frage von Cladinator. Was meinst du, wie lange ihr Pete's Meat noch machen werdet, beziehungsweise habt ihr immer noch genauso viel Bock wie am Anfang? Ich habe keine Ahnung, wie lange, solange wie ich Bock habe. Ist für mich zumindest so ein wichtiges Ding. Und kommt drauf an, genauso viel Bock am Anfang, davon gehen Leute immer so aus, als wenn man irgendwo anfängt und dann sinkt der Bock so. Aber es ist ja gar nicht so, sondern es heißt halt, ist super tagesabhängig. Ja, du kommst halt morgens an und denkst so, boah, Alter, die Projekte, die wir heute machen, mega geil, weil ich habe halt Bock auf Battlefield, ich habe Bock auf COD, weil ich halt ein Shooter-Typ bin, ja, und ich habe Bock auf Mini-Motorways. 10 von 10 Aufnahmetag heute. Und hast einen anderen Tag, da machst du dann halt irgendwie eine Quizshow und eigentlich denkst du, Quizshow ist ganz cool, aber boah, heute Quiz, weißt du, kennst das ja so manchmal so, hast du ja bestimmt beim Casting auch mal so gehabt, wo du denkst, mega geiles Match, aber du fühlst es heute einfach nicht so krass wie an anderen Tagen. Und das ist halt eher so das Ding. Aber was ich halt sagen kann definitiv ist, die meisten Tage fühle ich es komplett. Und ganz wenig Tage hast du mal, boah, Alter, eigentlich wäre es voll geil, heute einfach das nicht zu machen. Ja, ja, das stimmt. Also das gibt es halt quasi bei jedem. Deswegen fand ich die Frage quasi ganz gut. Die meisten können das aber nicht beantworten. Also jeder hangelt sich dann doch von Jahr zu Jahr. Und guckt einfach so, also die Antwort lautet fast immer, so lange wie es geht. So, also generell okay, den Beruf zu betreiben. Ich habe tatsächlich eher so lange wie ich will. Ich gehe davon aus, dass ich es unendlich lange machen kann. Weil ich gehe davon aus, dass wir auf einem Level sind, oder auch du, ja, wir scheitern nur noch, wenn wir es versauen. Ja. Und nicht, weil wir scheitern müssen. Wir können es durchziehen. Das wäre auf jeden Fall krass. Wie sehr, fragt wieder Felix oder ein anderer Felix, achtest du in deinen Videos, in deinen Streams auf deine Wortwahl? Gefühlt sprichst du immer sehr frei von der Leber weg. Sehr. Ich versuche tatsächlich bei Schimpfwörtern gerade nicht zu extrem zu werden. Also ich habe kein Problem mit Schimpfwörtern, so generell, ja, weil ich fluche tatsächlich selber auch viel. Aber ich habe mir halt welche abgewöhnt im Laufe der Zeit. Als wir angefangen haben, waren wir sehr extrem. Ja. Und naja, ich bin halt auch erwachsener geworden und komme halt zu dem Entschluss, dass das nicht in Ordnung war. Und stehe halt auch dazu, dass wir das gemacht haben und ich das kacke finde mittlerweile. Mhm. Während ich halt aber ficken... Es stört mich halt nicht, aber trotz alledem hast du vielleicht manchmal so diesen Impuls, einfach etwas zu sagen und dann musst du dir halt angewöhnen, dir selbst auf die Schulter zu klopfen und sagen, denk dann nochmal eine Viertelsekunde drüber nach, ob du das gerade wirklich sagen willst, was du jetzt sagen wirst oder halt nicht. Live noch schlimmer als im Video. Im Video kannst du im Zweifel halt wegschneiden und live ist halt, wenn du gesagt hast, dann weiß es im Zweifel die ganze Welt oder so. Dann ist es raus, ja. Aber es ist wichtig, also Wortwahl sollte man quasi achten. Ich finde, Schimpfwörter machen auch dann mehr Spaß, wenn sie seltener quasi sind. Dann haben sie ein bisschen mehr Impact. Lucky Guy oder Like Guy, Entschuldigung, fragt, bist du glücklich? Ich glaube, generell ja. Also es gibt immer Sachen, die man verbessern kann. Ich mag halt dieses,
jedes Jahr, was ab jetzt kommt, also nicht ab jetzt, das habe ich schon immer, muss besser sein als das vorherige. Ich weiß, das ist so voll die kapitalistische Denke, irgendwie gefühlt so immer mehr, aber damit meine ich gar nicht. Ja, aber wenn die Währung Glück ist, ist das okay. Ja, aber genau. Das ist es halt so. Und das ist auch Jahr für Jahr was anderes. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr habe ich für viel Geld zum Beispiel mich fortgebildet, sehr cool, in einem Bereich, der überhaupt nichts mit YouTube zu tun hat, was mich sehr interessiert hat. Und das möchte ich halt immer mal. Ich möchte halt eigentlich wirklich jedes Jahr zu meinem Geburtstag sagen, geil, der Dennis heute ist besser als der vom letzten Jahr. Das ist cool. Das ist bei mir quasi ähnlich. Ich lege das dann immer aufs Jahresende, auf den Jahresrückblick. Und dann ist dann genau dieser, ich möchte einen schönen Jahresrückblick haben. Und da muss ich halt dafür sorgen, dass das Jahr gut wird. So, sonst geht das quasi gar nicht. Was macht Pietsmiet, fragt Mydral, besonders aus? Und was ist deine Rolle darin? Ich glaube, uns macht aus, im Gegensatz zu anderen YouTubern, dass wir eine Gruppe sind von 5. Und davon gibt es nicht so viele, die so, also die halt eine feste Gruppe sind, wie so eine Boyband. Und dadurch halt haben wir so, meiner Meinung nach, so ein LAN-Party-Feeling immer. Weil dadurch, dass wir uns so lange kennen, zocken wir und reden wir halt anders miteinander, als zum Beispiel wir beide das machen. Wir verstehen uns zwar gut, aber es ist trotzdem eine andere Ebene einfach, die man hat. Und ich glaube, das ist tatsächlich so der besondere Part bei uns. Okay. Der Pete fragt, kaufst du dir, wie die anderen Jungs, auch bald ein Haus, beziehungsweise hast du Immobilien oder bleibst du bei Aktien? Ich bleibe bei Aktien. Ich werde kein Haus kaufen. Ich halte einen Hauskauf für schwierig, weil wenn es abbezahlt ist, dann ist cool. Aber der Weg dahin, der kann sehr lang sein. So, und wenn du jetzt ein Gutverdiener bist, das in 2 Jahren machst, dann ist das wieder eine andere Geschichte. Wenn du dafür aber jetzt die üblichen 20, 30 Jahre brauchst, dann ist mir dieser Anlagehorizont auf so ein festes Objekt, was ich nicht mal eben so verkaufen kann, falls die Weltwirtschaft zusammenbricht, ich arbeitslos werde, ich werde krank, mir fällt der Arm ab, keine Ahnung, was passiert. Ich trenne mich, ja. Es gibt die schlimmsten Sachen, die ja passieren können. Das ist so eine Sache, da habe ich zu viel Angst vor. Und dann bleibe ich halt lieber bei Sachen, wo ich halt einen Knopf drücken kann, dann sind die verkauft und die haben halt einen ähnlichen Wert und mich stört es nicht, zur Miete zu wohnen. Tatsächlich jetzt mit Klima noch mehr als vorher, weil ich gucke halt nach NRW, wo Leute alles verlieren und ich mir dann denke... Das ist richtig, ja, das ist krass. Und dann bist du halt Mieter und sagst so, ey, ganz ehrlich, Vermieter, es tut mir furchtbar leid, du hast jetzt das Problem und nicht ich. Und ich wohne jetzt irgendwo anders und bis ich hier nicht wohnen kann, mache ich Mietminderung auf 0 Euro, weil ich kann halt hier nicht wohnen. So hart wie es klingt, weißt du so. Und das sind so Sachen, jetzt, also ihr könnt mich jetzt egoistisch halten, dass ich an sowas denke, ja, dann schiebt das Problem auf den Vermieter. Aber ganz ehrlich, bei so einer alten Dame, die mir ein Haus gemietet hat, Problem. Bei der Deutschen Wohnen sage ich, ja, ganz ehrlich, Deutsche Wohnen ist euer Problem, ist mir egal. Das stimmt. Letzte Frage von iGod. Seine größte Stärke und Schwäche? Oh, tja. Ich gehe dir mal nach einem schönen Denker, der heißt Kleinhitzpass, der heißt, konzentriere dich mehr auf deine Stärken als auf deine Schwächen, weil die Leute mögen dich wegen deiner Stärken und akzeptieren dich trotz deiner Schwächen. Und dementsprechend, ich bin stur, definitiv. Ich will ganz oft Recht haben und ich diskutiere in der Regel gerne so lange, bis der andere aufgibt oder mich überzeugt hat. Ja, also das sind so definitiv Schwächen von mir, an denen ich versuche auch zu arbeiten. Und es fällt mir auch da nicht immer leicht. Auf der Stärkenseite ist, ich glaube, ich bin ein super flexibler Mensch. Mein Credo ist eigentlich, und das ist nicht für die Welt gemacht, sondern für mich selbst, weil ich damit am besten durchkomme. Ich mache nicht die Regeln, ich spiele aber danach und versuche dann halt jede Lücke zu finden. Und ich glaube, da bin ich extrem gut drin. Also sowohl im Computerspiel als auch im echten Leben. Weiter Lücken, Dennis. Ja? Einfach deine Herr. Ich danke dir, Ulzes, oder? Ja, es war sehr, sehr sweet. Danke natürlich auch für eure Fragen. Du darfst jetzt entweder noch jemanden grüßen, beleidigen oder herausfordern. Nur eins von den dreien. Da kannst du auch alles drei machen. Dann grüße ich an dieser Stelle meine Eltern. Wirklich vielen, vielen Dank für alles, was ihr für mich getan habt, dass ich halt hier sein kann wegen euch. Beleidigen tue ich an dieser Stelle einfach mal. Es gibt so eine große Auswahl an Leuten, weil es ist einfach so schön. Also im Tweet wurde auch Fragen zu Dalu gestellt. Ja, Dalu. Dalu ist ein Wichser. So einfach ist das, ja? Cool. Und jetzt kommt noch jemand heraus, oder? Wen fordert euch heraus? Boah, wer hat gar keine Schnitte gegen mich? Das ist die Richtlinie? Ja, nee, nicht zwangsläufig, aber das ist immer lustig. Ich habe gerade an Johnny gedacht. Nein, ich muss keinen herausfordern, ja? Wir sind alle eine große YouTube-Familie, die sich gegenseitig hasst und liebt. Perfekt. Ich wünsche euch was. Haut rein. Tschüss. Ciao.